Den meine ich. Und wer ist das? Der Mann heißt Kovac, gerade aus dem Gefängnis aus. 8 Jahre wegen Totschlag. Der käme in Frage. Wer spricht mit ihm? Ich mach das. Du hältst dich da völlig raus. Jetzt kommst du. Es ist 11. Ich hab gefrühstückt. Wenn du noch was willst. Aber der Kaffee ist kalt. Hast du begriffen, dass ich dich rausschmeiß? Hab's schon mal gehört. Möchte ich wissen, was du deinen Koffer packst. Du wirst es noch erwarten können, ne? Weißt du, was ich als erstes tue, wenn du hier raus bist? Ich gehe in die Kirche und danke Gott. Klasse. Wo ist denn die Butter? Muss ich dich immer bedienen? Ich will doch lediglich die Butter. Ja, hallo? Was für dich? Da sind sie ja. Ich kenne Ihren Fall. Sie haben einen Menschen umgebracht. Wollen Sie sich jetzt mit mir über meine Vergangenheit unterhalten? Ist Ihnen das unangenehm? Mich würde nur interessieren, was Sie daran so wichtig finden. Wie denken Sie heute darüber? Sie haben einen Menschen umgebracht. Reue? Nicht vorhanden? Aber irgendwie war der Mord doch ein Verhängnis in Ihrem Leben. Sie könnten sich fragen, was für einen Fehler habe ich da gemacht? Und Sie könnten sich das vorwerfen. Ich werfe mir gar nichts vor. Ich will nur endlich wissen, was Sie von mir wollen. Gehen wir jetzt mal was trinken. Haben Sie eine Stellung gefunden? Sie haben da was gelernt. Ja, sicher. Ich war mal Buchbinder. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mich nur einer nimmt. Haben Sie es versucht? Ja, so 2-3 Mal schon. Aber dann nicht mehr. Die Leute hatten keine Lust auf mich und ich habe keine Lust auf die Leute. Und jetzt sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Ich wollte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Eine Anzahlung sind Sie mir wert. Sie wollen mir 1000 Mark Anzahlung geben und sagen mir nicht, wofür? Ja, wenn Sie Bedenken haben. Ich habe keine Bedenken. Schön. Der Mann, den ich suche, der sollte auch keine Bedenken haben. Ich melde mich wieder. Ja, hallo? Ja, einen kleinen Moment bitte. Telefon! Wir reden da dauernd was von dir. Geschäftchen, Anna, Geschäftchen. Ja? Ja, hab verstanden. Können Sie mit einer Waffe umgehen? Mit was für einer denn? Sowas. 8 mm, ne? Und? Richtig. Und jetzt das Angebot. Sie sollen mit dieser Waffe einen Menschen umbringen. Einigen Leuten ist das eine Menge Geld wert. Es liegt Ihnen daran, dies jemandem tun zu lassen, der keinerlei Beziehung zum Opfer hat, sodass der Mord keine Chance hat, aufgeklärt zu werden. Sie haben kein Motiv. Außer Sie kriegen Geld dafür. Lassen Sie sich nur Zeit mit der Antwort. Ich akzeptiere jede. Auch, dass Sie Nein sagen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das gibt's doch gar nicht. Ich soll jemanden umlegen? Ich meine, dass Sie mit so einem ganz krummen Ding ankommen, war mir ja klar. Aber mit so einer Sache? Wer soll denn überhaupt dran glauben? Es handelt sich um einen jungen Mann. Student oder sowas. Ganz unwesentlich. Ja, ganz so unwesentlich kann er ja nicht sein. Der Mord wird keine Schlagzeilen machen. Es wird einer von der Sorte sein, die man schnell vergisst. Also fast kein Risiko für Sie. Sie erledigen das und vergessen das. Also jetzt haben Sie ein paar Tage gewartet, um sich von mir ein Bild zu verschaffen. Ja. Und haben Sie ein richtiges Bild bekommen? Ja. Dass ich derjenige bin, der einen umnieten kann? Ja. Sie haben es ja schon mal getan und es hat Ihnen nicht viel ausgemacht. Sie haben etwas, was man nennen könnte, die Gabe der Gleichgültigkeit. Ich muss das nicht unbedingt verstehen. Nein, das müssen Sie nicht verstehen. Es ist ein irrer Regen auf einmal. Steht Ihr Auto weit? Nicht sehr weit. Ich lasse Ihnen die Pistole hier. Wenn Sie noch Zeit brauchen, um nachzudenken, Sie haben sie. Der da ist es, der sich gerade verabschiedet.
Der ganz rechts. Der junge Mann heißt Berthold Masinger. Prägen Sie sein Gesicht genau ein. Wahrscheinlich fährt er jetzt nach Hause. Ich zeige Ihnen, wo er wohnt. Es sind die drei Fenster im ersten Stock. Es ist ziemlich einfach, da reinzukommen. Sie müssen nur über die Dächer klettern. Wenn die Dächer nass sind, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht ausrutschen. Sie schlagen das Küchenfenster ein. Er wird es hören, kommen und Sie haben ihn dann vor sich. Haben Sie noch Fragen? Wer schleicht mir sonst noch nachts rum? Ein Hausmeister. Sehr alt, sehr unbeweglich, sonst niemand. Es sind alles Büroräume, eine Praxis. Aber da ist abends kein Mensch. Ein Kinderspiel. Im Polizeibericht wird stehen, der Einbrecher wurde überrascht und griff zur Waffe. Sie können immer noch Nein sagen. Aber es wäre der letzte Moment. Ich rufe Sie noch mal an und sage Ihnen den Tag und die Zeit. Du trinkst und trinkst. Was ist denn los? Lass mir doch in Ruhe. Ich trinke, weil es mir Spaß macht. Weil es ein verdammt ehrlicher Spaß ist und weil ich mir den Spaß gönne. Tu nur, mach nur, richtig zugrunde. Aber mach mich nicht zum Zuschauer. Ich halte es nicht aus. Wann siehst du denn aus? Heb doch ab, ist sowieso für dich. Ja. Sind Sie es, Kovac? Ja. Heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr. Mhm. Gehst du noch weg? Mhm. Und morgen ziehe ich aus. Um Himmels Willen, was wollen Sie bei mir denn finden? Ich hab doch nichts. Wollen Sie den Fernseher? Die Musikanlage gilt. Ein bisschen habe ich was, nicht viel, aber wenn Sie es haben wollen, nichts dagegen. Ich mache mir nicht viel aus Geld. Obwohl man es natürlich haben muss. Wenn es Sie beruhigt, ich rufe die Polizei nicht. Und auch nicht um Hilfe. Das Haus hier ist nachts menschenleer. Ich wollte mir gerade einen Kaffee machen. Trinken Sie einen mit? Ja, ich trinke einen mit. Na also. Helfen Sie mir? Setzen Sie schon mal das Wasser auf. Und ziehen Sie um Gottes Willen die Handschuhe aus. Ich suche schon mal den Kaffee. Wo ist denn das Wasser hier? Das ist draußen im Gang. Gleich links. Sagen Sie mir mal, wie ist Ihnen eigentlich zumute? Voll elend. Und auch wieder nicht. Studieren Sie eigentlich Medizin? Nee, Biologie. Das und was sonst noch so anfällt. Wissen Sie, ich möchte gerne ein Bild bekommen. Ein Bild von dem, was eigentlich los ist. Ja, was ist eigentlich los? Ich meine, verdammt nochmal, wir müssen doch irgendwie die Kurve kriegen. Jeder für sich. Und ich im Besonderen. Wieso Sie im Besonderen? Weil es mein Kopf ist, in dem sich alles abspielt. Ich habe nicht deinen Kopf. Dein Kopf ist deine Sache. Was ist mit deinem Kopf? Was ist so Besonderes an deinem Kopf? Versuchen, wie man aus allem das Beste macht. Wobei es darauf ankommt, herauszukriegen, was das Beste ist. Das ist eine irre Aufgabe, sag ich dir. Hau ich wohl mal besser ab, ne? Danke für den Kaffee. Bitte. Und, du musst dem Hausmeister noch Bescheid sagen, ich habe dir eine Scheibe kaputtgeschlagen.
Weißt du, kaputte Fensterscheiben sind kein Thema für mich. Komm gut nach Hause. Hallo? Ja? Der junge Mann lebt. Ja, ja, ich weiß. Es ist mir was dazwischen gekommen. Verstehen Sie, also, ich bin mir sozusagen selber dazwischen gekommen, verstehen Sie? Ich konnte einfach nicht. Aber das Geld können Sie natürlich selbstverständlich zurückhaben. Ich habe nichts ausgegeben. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Das Geld können Sie behalten. Es ist Schweigegeld. Kapiert? Haben Sie das kapiert? Ja, ich höre ja, was Sie sagen. Hallo? Klein? Ja? Ja, ist gut. Stefan, kommst wie gerufen. Wo? Das sind ja nur Büros. Das ist im ersten Stock, sieht so aus wie eine Wohnung. Sie können die Leute wegschicken, ja? Jetzt bitte zurück. Berthold Masinger, 24, Biologiestudent. Zulassung, Personalausweis, Führerschein. Geld? Keine Scheine, es lag Kleingeld auf dem Boden rum. Na gut, dann überlassen wir jetzt alles mal den Erkennungsdienst. Befragung der Hausbewohner? Ja, es wohnt nur der Hausmeister hier und Sie haben nichts gesehen, nichts gehört, ne? Angehörige? Ich habe hier eine Telefonnummer gefunden. Gleicher Name, Masinger. Hallo, Masinger. Mein Name ist Derrick. Ist Ihnen Berthold Masinger bekannt? 24 Jahre Biologiestudent. Ja, das ist mein Neffe. Ich muss Ihnen eine sehr traurige Mitteilung machen, aber Ihr Neffe ist in der vergangenen Nacht in seiner Wohnung erschossen worden. Was sagen Sie da? Mein Neffe ist erschossen worden. Wer sind Sie? Oberinspektor Derrick, ich bin Leiter einer Mordkommission. Moment. Mordkommission. Man hat den Jungen umgebracht. Von wo aus rufen Sie an? Von wo rufen Sie an? Aus der Wohnung, Ihres Neffen. Aus seiner Wohnung rufen Sie an. Sag ihm, wir kommen dorthin. Der arme Junge. Wie sieht das hier aus? Was ist hier passiert? Ist eingebrochen worden. Der Täter ist durch das Küchenfenster eingestiegen, war bewaffnet und hat ihren Neffen erschossen. Großer Gott. Berthold hat sehr früh seine Eltern verloren. Er ist bei seinem Onkel aufgewachsen, für den Berthold so etwas wie sein eigener Sohn war. Was wollte man denn hier finden? Der Junge besitzt doch nichts, doch keine Reichtümer, die man ihm hier abnehmen könnte. Das Einzige, woran sein Herz hängt, das ist noch da. Seine Musik, fehlt irgendwas? Tja, wir haben zum Beispiel kein Geld gefunden. Was hat er denn? Sein Geld bekommt er von mir, monatlich. So viel ist das doch nicht. Für wie viel Geld bringt man Menschen um? Mitunter für Pfennige. Was machst denn du schon wieder hier? Ja, was werde ich hier machen? Ich will wieder einsteigen. So, so, mitmachen willst du? Nur so, um dich fit zu halten. Oder willst du da richtig einsteigen? Wie alt bist denn du eigentlich? Naja, Ende 30. Hast du in der letzten Zeit richtig trainiert? Nicht so richtig, eher halb richtig.
Du bist ein Komiker, habe ich recht? Warum willst du boxen? Ich habe unheimlich Lust, Leuten auf die Schnauze zu hauen. Nein, Boxen ist Sport. Aber wir machen mal Folgendes. Ich hole dir jetzt ein Aufnahmeformular, dass du hier so mal 4 Wochen mitmachen kannst. Das kostet was. Hast du Geld? Geld spielt keine Rolle. Schön, wer sowas sagen kann. Komm gleich. Mein Wieser, ich sage, Sie sind ja jetzt zum letzten Mal. Wen? Wen wollen Sie sprechen? Moment mal. Da ist jemand, der den Typ sprechen möchte, der mit dem Mord zu tun hat. Bist du der Typ? Ja, Derek. Wer spricht denn da? Also das mit dem Namen wollen wir gleich mal vergessen. Ich rufe eigentlich nur an, um zu erfahren, was mit dem Jungen da gestern Abend passiert ist und wie weit Ihre Ermittlungen da gingen. Das interessiert mich im Moment wahnsinnig, verstehen Sie? Moment mal, Sie brauchen mir gar nicht zu sagen, wie Sie heißen. Bleiben Sie jetzt ruhig, werden Sie nicht nervös und legen Sie nicht auf, ja? Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich weiß nicht, wie Sie drauf kommen. Ich wollte einfach nur erfahren, was mit dem Jungen los ist. Haben Sie schon irgendeine Idee, wer ihn umgebracht hat? Nein, haben wir nicht, nein. Aber es sah doch aus wie ein Einbruch, oder? Es sah wie Einbruch aus, ja. Ja, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Das mit dem Einbruch können Sie total vergessen. Wegen der paar armen Klamotten hat den bestimmt keiner umgelegt. Moment, ich wiederhole noch einmal, legen Sie nicht auf. Und haben Sie gar keine Bedenken, mit mir zu reden? Nee, hab ich nicht, aber... Das war eigentlich alles, was ich wollte. Mehr habe ich nicht zu sagen. Warten Sie eine Sekunde. Vielleicht möchten Sie privat mit mir sprechen. Sie können das immer tun, wann Sie wollen, auch nachts. Ich gebe Ihnen mal meine Privatnummer. Also das mit dem Privaten wollen wir mal abhaken, weil ich will bei Ihnen nicht in die Mangel genommen werden, klar? Ja, Derek. Ja, grüß Sie. Ich bin's. Also ich rufe deswegen an, weil Sie ja gesagt haben, ich könnte auch privat anrufen und nachts jederzeit. Ach, das ist aber nett, dass Sie anrufen. Wissen Sie, ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet. So, jetzt machen Sie sich mal keine Sorge und jetzt sprechen Sie in aller Ruhe. Sie sind gut. Besonders ruhig bin ich nicht gerade im Moment. Also, ich sage Ihnen mal den Grund, warum ich anrufe. Dieser Student da, dieser Junge, Sie wissen schon, der hat mir gefallen. Das war irgendwie ein cleverer Junge, der hat mir imponiert. Und früher dachte ich immer, Leute, die mir imponieren, die müssen erst geboren werden. Und jetzt kommt's. Das fegt Sie vom Stuhl. Diesen Jungen da sollte ich umlegen. Sie sollten den Jungen umbringen, aber Sie haben es nicht getan, oder? Nee, ich hab's nicht gemacht. Würde ich sonst mit Ihnen telefonieren? Das kann ich nicht beurteilen. Ne? Naja, höchstwahrscheinlich nicht. Können wir uns nicht vielleicht irgendwo mal treffen, miteinander reden? Ja, wieso? Ich habe alles gesagt. Hören Sie, es passiert Ihnen doch nichts, wenn Sie mit mir reden. Ich habe schließlich einen Einbruch gemacht. Ich habe die Scheibe eingeschlagen. Ich sollte den umlegen, wofür die mir 10.000 Mark geboten haben. Und ich kam in die Wohnung, dann saß der vor mir und hatte Kopfhörer auf und hörte Musik. Und ich konnte es einfach nicht. Und ich sagte mir, Kovac, du bist ein Idiot. Und da habe ich mit dem Kaffee getrunken. Und jetzt frage ich Sie, glauben Sie mir diese idiotische Geschichte? Ja, das glaube ich Ihnen. Ich werde Ihnen auch den Grund sagen. Einem Mörder würde eine so verrückte Geschichte gar nicht anfallen. Also wo können wir uns treffen? Nee, so geht das nicht. Soll ich Sie mal besuchen? Sie heißen noch Kovac, nicht wahr? Höchstwahrscheinlich sind Sie vorbestraft, also in 5 Minuten habe ich Ihre Adresse. Sie sind natürlich ein cleverer Hund, also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich rufe Sie wieder an oder auch nicht, tschüss. Na, hast du alles schön mitgekriegt? Was, 10.000 Mark? Was spinnst du? Den Mann an. Sind Sie das? Wenn Sie Kovac sind, bin ich's. Steigen Sie bitte mal ein. Wollen wir uns nicht da unterhalten? Ich möchte Ihnen was zeigen. Na gut. Jetzt gucken Sie mal ins Handschuhfach. Ja, die hat er mir gegeben.
Und wenn Sie jetzt die Kugel nachgucken, keine einzige Patrone ist verschossen. Ja, die können Sie behalten. Ich brauche die ja jetzt nicht mehr. Fingerabdrücke außer Ihren und meinen sind sowieso nicht drauf. Oh, irgendwie geht's mir jetzt viel besser, nachdem ich das erzählt habe. Sagen Sie dem Mann, der Ihnen das Geld gegeben hat, damit Sie Bertolt Masinger töten, hat der sich nochmal gemeldet? Ja klar, am selben Abend hat er angerufen. Habe ich ihm alles gesagt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann ihn nicht umbringen. Ich gebe dir die ganze Kohle zurück. Und dann hat er gesagt, nö, die soll ich behalten, so als Schweigegeld. Ich kann ja weder einen Kaffee bezahlen, noch das Wasser, was wir hier getrunken haben. Ich besitze ja nur das Schweigegeld, müssen Sie bezahlen. Mhm. Na gut. Tja, jetzt werden wir uns um den Mann kümmern, der Ihnen das Geld gegeben hat. Ne? Wenn ich das so sagen darf, ich glaube, das war gut, dass wir uns getroffen haben. Finden Sie nicht? Ja, das finde ich auch. Nichts, Stefan. Hast du was gefunden? Eine Arbeit, die er verfasst hat über Bodenuntersuchungen. Technik, Nutzen, Fragwürdigkeiten. Am meisten beschäftigt er sich mit den Fragwürdigkeiten. Ja, ich wollte aufschließen, dann merke ich, innen steckt ein Schlüssel. Sie sind also noch mal da. Ja, guten Tag erstmal. Guten Tag. Sie sagten, die Wohnung sei freigegeben und da wollte ich mal nach dem Rechten sehen. Ja, wir müssen ja überlegen, was mit der Wohnung geschehen soll. Erstmal muss sie wohl instand gesetzt werden, so wie es jetzt aussieht. Ja, zunächst einmal muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Wir können die Wohnung leider noch nicht freigeben. Es besteht ein begründeter Zweifel, ob es sich hier wirklich nur um einen Einbruch handelt. Was sagen Sie da? Es ist durchaus möglich, dass dieser Einbruch nur vorgetäuscht war. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass... Dass der Mord an Ihrem Neffen geplant war, ja. Aber was bringt Sie um Himmels Willen auf diese Vermutung? Sagen Sie mal, wer könnte eigentlich einen Grund haben, Ihren Neffen auf diese Weise zu beseitigen? Nicht? Da muss es doch schon einen sehr massiven Grund geben. Sehen Sie mich jetzt völlig überrascht? Geplanter Mord? Sie müssen sich irren. Es soll sich um einen vorsätzlichen Mord handeln. Ja, das ist richtig. Wie kommen Sie zu solch einer Vermutung? Das ist keine Vermutung, das ist eine Tatsache. Wer hat das getan und warum? Ich hab's doch selbst gesehen, die Verwüstung. Es kann sich nur um einen Einbruch handeln. Ist doch auch deine Meinung. Ja. Was ich den Herrn gesagt habe. Das Geschoss stammt eindeutig aus der Waffe, mit der der Student getötet wurde. Der Zusammenhang ist eindeutig. Man will sie beseitigen. Gehen Sie mal in den Nebenraum. Sag mal, was ist da passiert? Der Mörder des Studenten wird auf Nummer sicher gehen. Schweigegeld, es reicht ihm nicht mehr. Aber ob der weiß, dass der Kovac zu uns Verbindung aufgenommen hat? Woher könnte das wissen? Das weiß doch niemand. Ja, Herr und Frau Masinger, die wissen, dass wir den Einbruch nur für vorgetäuscht halten und dass ihr Neffe sterben sollte. Ich glaube, ich gebe so eine Art Zielscheibe jetzt ab, ne? Ja, ist nicht auszuschließen, dass sich der Anschlag wiederholen wird. Wir bringen Sie jetzt nach Hause und bitte bleiben Sie dort. Verlassen Sie das Haus nicht. Vor allem nicht nachts. Eingesperrt sein. Ja, das ist ja nichts Neues für mich. Dass ich mich allerdings jetzt selber einsperre, das ist schon was Neues. Sie sind es. Guten Tag. Kommen Sie da rein. Danke sehr. Wollen Sie meinen Mann sprechen? Der ist im Betrieb. Aber ich kann ihn anrufen, dass er herkommt. Aber nein, das ist ja gar nicht nötig. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für uns? Ja, natürlich. Ja. Das ist mein Bruder. Er hat mir bei der Bewältigung der Probleme geholfen, die jetzt entstanden sind durch den Tod meines Neffen. Das sind die Herren von der Kriminalpolizei. Guten Tag. 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 Gibt es Neuigkeiten? Wir haben den Einbrecher gefasst. Ach,
Sie haben den Mörder? Nein, Moment mal. Also so einfach ist es nicht. Dieser Mann erzählt uns, und das ist sehr glaubhaft, dass er angestiftet worden ist, den Einbruch nur vorzutäuschen. Seine eigentliche Aufgabe sei gewesen, den Jungen zu töten. Aber der Mann lügt doch. Wer war es denn sonst? Ich meine, was ist das für ein Mann? Das ist ein Häftling, der gerade entlassen wurde. Hat er etwas ausgesagt über... Naja, er muss doch einen Auftraggeber gehabt haben, wenn es stimmt, was er sagt. Nein, er hat den Mann beschrieben. Wir haben hier ein Phantombild vom Computer. Das soll sein Auftraggeber sein. Ja. Eine erfundene Figur. Sie werden dieses Märchen doch nicht glauben. Ja, das ist ja gerade die Frage, vor der ich stehe. Also Ihnen sagt das Bild nichts? Überhaupt nichts. Ihnen auch nicht, nein? Nein. Tja, deswegen sind wir eigentlich gekommen, ne? Durchaus möglich, dass es den gar nicht gibt. Wovon ich überzeugt bin. Es ist aber kein Beweis, dass es ihn nicht doch gibt. Ich habe einen Wagen gehört. Sie vom Fenster aus gesehen. Guten Tag, Herr Masinger. Kommen Sie herein. Ich habe hier noch mein altes Büro. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Immerhin habe ich einen Großteil meines Lebens hier zugebracht. In diesem Raum, an diesem Schreibtisch. Mich davon zu trennen, überlasse ich der letzten Möglichkeit. Was für ein Betrieb war denn das hier? Es handelte sich um Entfettung von Metallteilen. Die Anlage ist veraltet. Wir mussten sie aufgeben. Es haben sich da ganz neue Technologien herausgestellt. Und ich selbst, ich bin zu alt, um noch irgendwie groß zu investieren. Ich bin auch nicht mehr gesund genug. Sind Sie immer noch der Meinung, dass es sich um Mord gehandelt hat? Um geplanten, vielleicht sogar bezahlten Mord? Ja. Der Mann, der beauftragt wurde, ihren Neffen umzubringen, der hat 10.000 Mark bekommen. Um den Jungen umzubringen? Um ihn umzubringen, ja. Und das ist keine Vermutung mehr? Nein, definitiv nein. Wissen Sie, ich habe nur noch ein paar Jahre. Die Ursache, die sitzt hier, mein Magen, der Uhrzeiger, der auf Null geht. Ich habe noch eine sehr junge Frau, die ein Recht hat zu leben, angemessen zu leben. Ich selbst stehe vor Verkaufsverhandlungen. Das Ganze hier, das Gelände, ist sehr wertvoll. Mein Neffe wollte nicht, dass ich das Gelände verkaufe. Und ich wollte nicht wissen, nicht hören, was er sagte. Ich verbot ihm, mich anzurufen. Meine Frau verbot es ihm. Und da hat er dem Anrufbeantworter anvertraut, was er sagen wollte und was er sagen musste. Ich habe es nicht gelöscht. Ich habe es mir immer wieder angehört. Auch noch bevor sie kamen. Warum willst du mich nicht sprechen? Du musst mir doch zuhören. Du kannst das Grundstück nicht verkaufen. Ihr habt mit chlorierten Lösungsmitteln gearbeitet. Die Lösungsmittelreste, wo sind die geblieben? Ich weiß, wo ihr die gelassen habt. Ihr habt sie mit Bauschutt vermischt auf eurem eigenen Grundstück deponiert. Ihr habt Krankheit und Tod in der Erde, die ihr verkaufen wollt. Wenn ihr das tut, zeige ich euch an. Hat man ihn deswegen umgebracht. Und wer? Kennt Ihre Frau das Band? Ich habe es ihr vorgespielt. Kennen Sie diesen Mann? Es könnte der Täter sein. Nein. Den Mann kenne ich nicht. Du
gibst mir freiwillig ein Bier. Mach ich. Aber denk dir nichts dabei. Ich häng dir rum, geh dir auf die Nerven, du gehst mir auf die Nerven. Ja, aber ich halt's aus. Ich hol dir auch noch die Zeitung. Aber bitte tu mir einen Gefallen und denk dir nichts dabei. Ich glaub ja nicht, dass der nochmal anruft. Der überlegt sich bestimmt eher, wie er mir ein Loch in den Kopf schießen kann. Hallo? Na, Gott sei Dank, dass Sie zu Hause sind. Bleiben Sie da. Haben Sie verstanden? Ja, verstanden. Ich komme heute Abend vorbei. Bist du nervös? Nee, ich bin nervös. Hör mal, wo ist denn die Jacke? Was willst du mit deiner Jacke? Ich brauche die verdammte Jacke. Ich halte das nicht mehr aus. Ich komme mir wie erstickt hier vor. Du suchst den Mann. Ich sag dir mal was. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich ihm begegnen würde. Wo bist du denn? Seit Stunden versuche ich, dich anzurufen. Ich bin seit Stunden unterwegs, warte darauf, dass er sein Haus verlässt. Es ist, wie wir vermutet haben. Kovac war bei der Polizei. Der Mann muss weg. Ja, ich habe jemanden, der mir sagt, wann der das Haus verlässt. Ich wiederhole es, der Mann muss weg. Oder wir sind erledigt. Als der Kranke Kurt Masinger feststellen muss, dass seine Ehefrau Lena und sein Schwager Schuster an dem Tod seines Neffen Berthold Mitverantwortung tragen, bricht er geschockt tot zusammen. Ausgegangen ist er? Ja, wieso denn? Er wollte es. Warum haben Sie ihn nicht aufgehalten? Er sagte, vielleicht finde ich den Mann und da wollte ich ihn nicht aufhalten. Bitte, ich kann Ihnen die Kneipen sagen, wo er immer hingeht. Bitte finden Sie. Ich hab dich ein paar Tage lang nicht gesehen. Prost. Ich muss dir was Komisches erzählen. Ich hab was zu tun gehabt. Und weißt du womit? Mit diesem dämlichen Schädel hier. Und da ist eine ganze Menge drin passiert. Lauter kleine Explosionen. Um frische Luft zu schnappen, betritt Kovac den Hinterhof des Wirtshauses. Dort wartet bereits ein Auftraggeber, Krigo, mit gezogener Waffe auf. Blitzschnell kontert Kovac mit einer Kombination von Tritten und Faustschlägen gegen den völlig überraschten Krigo, der einen klassischen K.O. einstecken muss. Polizei, Waffe weg! Ich hab schon mal gesagt, und ich sag's nochmal. Ich bin froh, dass Sie da sind. Nun sollten Grigo, Schuster und seine Schwester Lena die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Für ihre Machenschaften wurden sie zur Verantwortung gezogen.